Der Jengs ist jetzt nach Hause gekommen. Wir haben jetzt schön gegessen. Jetzt haben wir das Essen ein bisschen verdaut und jetzt wollen wir noch eine Runde Sport machen. So eine halbe Stunde, 40 Minuten ungefähr. Die Katzen schlafen schon wieder den ganzen Tag und danach wollten wir noch ein Paket wegbringen und noch ins Solarium fahren, denn ich brauche unbedingt ein bisschen Sonnenlicht. Ich habe ja gehofft, dass die Sonne mal hier scheint, dass ich mich hier draußen in den Garten legen kann, aber ihr habt es ja gesehen, es hagelt, dann scheint wieder kurz die Sonne, dann schneit es mal zwischendurch. Deswegen mache ich mich jetzt auf zu ihm, der ist schon im Wintergarten, macht schon Sport und ich gehe jetzt zu ihm. Da ist die kleine Blümchen. Und unser Balli. Wo ist der Balli? Wo ist der Balli? Ich will ihn nicht aufwecken, weil sonst schreit er wieder rum. Aber ihm geht's gut. Und der Genghis wärmt sich auf. Ich komme jetzt auch dazu. Ja, Schatz. Ich hasse sowas, Mann. Das Ding ist ganz neu. Ich habe mir einen neuen Crosstrainer gekauft und hat auch alles wunderbar funktioniert. Aber so nach dem dritten, vierten Mal fahren, hat er angefangen jetzt rumzuquietschen. Und der Jenks ist jetzt extrem sauer. Ja, das Teil hat auch 350 Euro oder 380 Euro gekostet. Du fährst zwei, dreimal und es quietscht schon ohne Ende. Und es war auch alles schon eingeölt, die ganzen Gelenke. Ja, jetzt müssen wir es irgendwo wieder aufmachen und mit WD-40 einsprühen, aber das ist total ärgerlich. Ja, das macht halt auch keinen Spaß dann zu fahren, wenn es die ganze Zeit so quietscht. Ich habe euer Laufrad in Verkauf gestellt. Bei eBay Kleinanzeigen. Ja, weil... Weil du ein fauler Sack bist, von mir rein. Komm, wir probieren nochmal da reinzugehen, ja? Weil du hast auch ein bisschen Speck dran. Och, Wurmei. Du gefällst mir mit deinem Speck, Wurmei. Dieser Blick von dir, ich könnte dich auffressen. Auffressen. Ach, diese Schenkel. Dein scheiß Gelee-Muskeln, Wurmelein. Ha? Was machen wir mit deinen Gelee-Muskeln? Wurmi. Ja, Papa muss wieder Liebe verteilen. Und der Wurmi ist gerade auch gefügig, also er lässt es mit sich machen. Aber auch nicht immer, aber gerade ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Ach, ich könnte töten. Ich könnte töten, gerade töten, Wurmilein. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Überlegst du dir, wie du ihn am besten kuscheln kannst? Was hast du eben gesagt? Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht satt. Guck mal, diese rosa an die Stelle, guck mal. Ja, ich weiß. Guck mal. Aber ich will auch. Ich will auch. Okay, reicht, Schatz. Du lässt nichts mehr übrig von ihm. Okay? Ja. Ach. Du weißt doch, wie das läuft, Rudi, oder? Jetzt kommst du, oder wie? Ja, ich will auch mal. Sollen wir auch bei Bali machen? Weil der ist oft. Der schläft aber so süß. Ja, der schläft gerade tief, ja. Lass ihn mal. Also, wenn die pennen, pennen sie, ja. Das ist schon sehr heftig. Die pennen nichts. Die Kuschi ist auch total am Pennen. Ihr neuer Platz hier unten. Können wir jetzt ins Solarium fahren, Schatz? Solarium bist du? Ja. Ja. Ich brauche ein bisschen Sonne. Ah, hier ist dein Ding, Schatz. Hier. Das was denn? Du. Schatz, das kann ich nicht. Das. Ach, die da ja. Machen. Ganz schnell, bis du nicht mehr kannst. Also kann ich auch 10 Minuten eigentlich machen, oder was? Ja, musst du einfach so, weil das ist schöne Cardio für deine Arme oder so. Gib mal, ich mach mal. Das ist anstrengend, weil ich eben schon ein paar Übungen gemacht habe. Ja.
Genau. Reicht. Genau, so zum Beispiel 40 Mal. Weißt du? Ich habe das nämlich eben schon hier mit dem Teil gemacht. Und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen außer Puste. Und unseren Crosstrainer haben wir gerade reklamiert. Weil der einfach ohne Ende quietscht und ist schade. Nach einer Stunde Nutzung quietscht das Mineva Sport Scheiße. Ja, also. Also ich mach mal negativ, Werbung für ihn nicht mal. Bitte nichts kaufen von Mineva Sports. Eine Stunde benutzt, es quietscht wie keine Ahnung was. Als ob das von Zweiten Weltkrieg übrig ist. Ja. Und wir haben kein Kindersauser oder so, gell? Das wurde ganz normal und schön aufgebaut und benutzt. Ja. Ohne Mist. Kann man jetzt nicht ändern, aber ist blöd, weil wir jetzt gerade mit Sport angefangen haben und ich mag das Gerät voll. Also es macht mir Spaß, da eine halbe Stunde drauf zu stehen. Bis dann gleich soweit, Schatz. Oh, Rulmi, ich habe schon euer Laufrad verkauft. Ich habe Hähnchenherzen für dich geholt. Möchtest du? Ja, du weißt, was ich habe, ne? Dann kannst du so süß gucken, wenn du was haben willst. Achtung, ich mach auf. Du weißt ganz genau, was das ist. Du weißt ganz genau, was das ist. Ja, du kriegst auch gleich. Du hast gerade Nassfutter gegessen. Ja, nimm dir eins. Du darfst. Machen wir dir hier eine Tupper. Boah, sind die groß, Bulli. Boah, sind die riesig. Das sind ja richtige Mörderteile. Mal, wie groß die sind. Boah. Ich glaube, der mag eher die kleinen. Die hier. Möchtest du auch einen? Das ist Anja. Hier, ich leg's dir dahin. Probier mal. Letztens hast du auch gegessen, Bali. Hier. Wie geht? Das war zu groß, das habe ich mir gedacht. Bulmi. Du musst es auch mal ein bisschen kauen, Buddy. Ich kann dir nicht alles vorschneiden. Komm, du hast doch richtig große Zähne. Hat geschmeckt, Schatz? Hat. Ich such dir noch ein kleines raus hier. Hier. Warte mal, das gebe ich dem Buddy, weil das ist ganz klein. Hier. Bali. Du musst es schon ein bisschen kauen. Ja, du hast gerade Nassfutter gegessen. Ich weiß auch nicht, ob du jetzt Hunger hast unbedingt. Warte mal, Bulmi, hier. Bulmi, du kannst nicht nur das Ende essen mit dem Fett und das andere liegen lassen. Aha, 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 aha. Ja, geht doch. Bulmi, hier. Dein Ernst? Oh, jetzt kommt der Herr das Laufrad abholen. Das Laufrad ist jetzt leider verkauft, aber ist halt schade drum, wenn es die ganze Zeit da steht und nicht benutzt wird. Und jetzt hat die Dame es mitgenommen und sie hat auch einen Bengalen und sie sagt mir Bescheid, ob er das Laufrad annimmt oder nicht. Und dann hat sie gesagt, und wenn nicht, dann habe ich halt ein weiteres Deko-Stück. Ja, so ist das halt mit den Katzen, ne?